Deutschland ist schön. Schön, lecker, nahrhaft und gut. Die Vollwertkost unter den Ländern der Welt. Wer wüsste das nicht besser als wir Deutschen selber? Die Rücken der Frauen sind nur mäßig behaart. Der männliche Bauchnabel wird einmal pro Woche entfusselt. Und die Autos sind noch sauberer als ein OP-Besteck in Polen. Guten Tag. So, heute sieht der Lehrplan für unseren Integrationskurs wieder so ein Wischiwaschi-Kram vor. Assoziationen bilden. Das wird ein Spaß, das sehe ich jetzt schon. Gut, ein Beispiel. Was Einfaches. Strohhütte. Afrika. Kapiert? Gut. Du, was fällt dir ein beim Wort Löwe? Afrika. Afrika. Klar. Wie originell, mal was anderes. Nächstes Wort. Kap Horn. Südspitze. Von Afrika. Schon wieder. Nächstes, Gugelhopf. Berg. Nee, Kilimandscharo. Schon wieder in Afrika. Ich glaube, es hackt. Ihr habt doch nur Afrika im Kopf. Afrika hier, Afrika da, alles besser in Afrika. Ihr wollt doch gar nicht wirklich hierher. Das ist ja jetzt wohl bewiesen. Doch, Deutschland ist ein schönes Land. Ja? Nee, Kollegen. Wir brechen den Scheiß jetzt hier mal ab. Ihr seid doch noch lange nicht so weit. Ihr habt doch immer noch Afrika im Kopf oder Kongolesien. Nicht Kongolesien, ich zum Beispiel. Ja, aber hier läuft es anders. Ja? Hier ist Arbeit angesagt. Hier funktioniert das nicht wie bei euch zu Hause. Den ganzen Tag faul in der Sonne liegen. Und abends wirft der Schamane ein paar Knochen in die Luft und schwupps ist der Tisch gedeckt. Nee, nee, hier gibt es Regeln. Hier muss man schuften, um zu überleben. Hier wird man nicht einfach Medizinmann, weil man sich einen toten Dachs auf den Kopf setzt. Hier muss man studieren. Euren ganzen Magiequatsch könnt ihr getrost in die Tonne. Au! Oh, oh. Nie wurden in Deutschland so viele dicke und damit zeitaufwendige Bücher geschrieben wie heute. Erst die Abschaffung des Buchstabens E könnte diesen Trend nachhaltig stoppen. Aber da hat die EU natürlich was gegen. Verena schaute ihren Arzt entsetzt an. Hatte sie sich auch nicht verhört? Hab ich mich auch nicht verhört, fragte sie ihn ängstlich. Nein, sagte der gut aussehende Arzt Kleinschmidt mit fester Stimme. Sie brauchen dringend ein Spenderherz. Spenderherz hatten wir schon bei Verenas Vater. Gut, dann schreib eben Spenderniere. Die hat schon die Tante von Verena. Spenderleber. Auf die wartet ihr Vater, der Alkoholiker. Sag mal, sind die alle in der Familie krank? Du diktierst mir, ich schreib nur auf. Spendermilz. Der Sohn des Grafen. Spenderlunge. Der Graf. Rückenmark. Der kranke Tobias, Sohn des Stallmeisters. Spenderhunden. Verena, Spenderhund? Ja, du hast recht. Sieht so unordentlich aus, ne? Aber irgendwas muss es doch geben. Ich hab's. Spenderfrisur. Spenderfrisur hatten wir noch nie. Beim Arzt? Na gut, dann ändere Arzt in Friseur und Spenderherz in Spenderfrisur. Nein, stopp, anders. Wechsle den Friseur in einen jungen Mann. Sagen wir Gregor von Greifenhain. Na, und anstelle des Frisiersalons legen wir die Szene ins Bett. Ja, das ist gut. Hast du das? Ach, hab ich. Gregor ist entstellt. Ein Monster, was er jedoch nicht immer war. Und jedenfalls dieser Greifenhain, nee, der Name ist blöd. Dann sagen wir einfach Freitag oder Samstag oder so. Jedenfalls ist er ein Träumer. Er erwacht aus seinem Bett, denn er hat unruhig geschlafen. Und Verena und die Spenderfrisur, die schmeißen wir raus, ja. Und jetzt bräuchte man irgendwas mit Tier. Und Tier wäre nicht schlecht. Pferd. Hund. Kakerlaken. Such dir irgendwas aus. Hast du das alles? Ja, hab ich. Ja gut, dann liest doch mal vor. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Ach, das ist gut. Ist doch mal was völlig Neues. Findest du nicht? Unterdessen passiert nur 350 Kilometer entfernt etwas ganz anderes. Zufall?
Entscheiden Sie selbst. Und Hilbert, was liegt an? Ziemlich mysteriös, wenn Sie mich fragen, Herr Kommissar. Weibliche Tote, ca. 30 Jahre alt. Laut Aussage einer Zeugin ist sie ohne jegliche Fremdeinwirkung von außen einfach so hingefallen. Gut. Und was soll daran mysteriös sein? Die Joggerin ist beim Laufen von einer Erbse am Kopf getroffen worden, fiel um und erlag ihren Verletzungen. Entschuldigung, Herr Kommissar. Die Todesursache war eine Erbse? Ja, natürlich. Und jetzt stehen Sie hier nicht rum wie ein Auto im Halteverbot, sondern pfeifen Sie den Täter. Welchen Täter? Hilbert, jetzt denken Sie doch mal ein bisschen nach. Hallo, jemand zu Hause hier drin? Haben Sie schon einmal davon gehört, dass das Weltall sich ausdehnt? Ja, aber was hat das bitte mit unserer... Es dehnt sich aus und es dehnt sich aus. Und alles, was sich darin befindet, dehnt sich mit aus. Ja, nehmen Sie zum Beispiel sich selber. Ich? Früher waren Sie rank und schlank. Heute werden Sie immer dicker und dicker. Das liegt daran, dass das Weltall sich ausdehnt. Und alles, was sich darin befindet, dehnt sich mit aus. Ach. Ja, nichts, ach, das ist Wissenschaft. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was das hier mit unserer Toten zu tun hat. Och, Hilbert, muss man Ihnen denn alles erklären? Überlegen Sie doch mal. Also, das Weltall dehnt sich aus und... Und mit ihm alle Erbsen. Na also, aus Ihnen wird was, Sie setzen Ihr Gehirn ein. Ein kleiner Junge schießt gedankenlos mit seiner Erbsenpistole durch die Gegend, urplötzlich dehnt sich eine der Erbsen aus, trifft die Joggerin am Kopf und zack, ist sie tot. Aber ich sehe hier keine Erbsen und schon gar keine große. Weil die jemand mitgenommen hat, um damit Fußball zu spielen. Jetzt los, komm, fachen Sie mich. Welchen Täter? Vielleicht den kleinen Jungen mit seiner Erbsenpistole? Ja, den meinetwegen auch. Aber vor allen Dingen denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass das Weltall sich ausdenkt. Was? Ich soll Gott verhaften? Mord ist Mord, egal wer ihn verübt. Wir sehen uns morgen im Büro. So ein Blödsinn. Herein! Fink, sind Sie da? Hier oben. Aha, der Herr Finanzamtleiter, wie schön. Moment, ich komme runter. Fink, wir müssen reden. Worum dreht es sich? Wie sind Sie? Wie bin ich was? Ist auch egal. Fink, es geht um... Es geht doch nicht um Ihre Steuererklärung. Ne? Nicht, dass ich Sie prüfen muss. Sie wissen doch, bei mir wird jeder gleich behandelt. Nein, Fink, da ist alles in Ordnung. Es geht um Ihren Urlaub. Sie haben 1.984 Urlaubstage und 21.322 Überstunden angesammelt. Und? Mein Gott, Fink, Sie können 8 Jahre am Stück freinehmen. Ja, aber Sie sehen doch, was hier schon liegen bleibt, wenn ich nicht fahre. Ist doch völlig egal, Fink, Sie müssen den Urlaub jetzt nehmen. Ja, aber wie soll das gehen? Das geht nicht. Sie müssen ihn ja nicht am Stück nehmen. Die Leute werden ihre Steuern schon bezahlen. Ach ja? Dann schauen Sie mal hier. Fink, wirklich, Sie sollen... Hier, Stefan Herrschmann. Steuernummer 125-7712-3121. Im Steuerjahr 2005 hat er eine Packung Heftklammern der Marke Hanglitz 27 aus Kupfer als Büromaterial abgesetzt. Ja und? Das ist seine Steuererklärung. Er hat sie zusammengeheftet. Das machen manche Menschen so. Ja, aber diese Heftklammer, das ist eine Hanglitz 26 aus Eisen. Die Hanglitz 26 ist 20 Cent billiger als die Hanglitz 27, die er angegeben hat. Und fast wäre er damit durchgekommen. Sie sehen doch, ich kann hier nicht weg, sonst machen die, was die wollen. Sie gehen jetzt in Urlaub. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Basta. Ich versetze Sie sonst in ein großes Büro mit großen, hellen Fenstern. Na gut, ich verstehe. Sie füllen jetzt einen Urlaubsantrag aus. Ich zeichne den dann gegen und fertig. Das habe ich schon gemacht. Irgendwann musste es ja mal passieren. Guter Mann. Warten Sie mal ab, Fink. Sie würden das richtig genießen. Da bin ich mir sicher. Hier ist Ihr Durchschlag. Seit wann haben Urlaubsanträge Durchschläge? Das ist kein Urlaubsantrag. Das ist Ihre Selbstanzeige. Sie haben Ihr Arbeitszimmer daheim immer 3 Quadratmeter zu groß angegeben in den letzten Jahren. Fink, das wagen Sie nicht. Ich komme dann am Dienstag zum Nachmessen vorbei. Mal sehen, was ich sonst noch so finde. Bis dann. Bevor wir nun gleich Zeit für eine kleine Gewissenserforschung haben, gestatte ich mir noch eine Bemerkung. Es gibt in diesem wundervollen Autofahrerland nichts, was es nicht gibt. Autos mit von innen verstellbaren Vorderrädern, Politessen mit Lichthupen, TÜV-Plaketten aus biologischem Anbau. Herrlich. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde im Vergnügungspark Deutschland. Was Disneyland für Amerika ist, ist Deutschland für den Rest der Welt. Hier fand Goethe die mehr schlecht als recht nach ihm benannte Laune. Hier ist jeder neue Tag eine Karussellfahrt für Lau. Hier gibt es Zuckerwatte all you can eat. Hier sind alle goofy. Jabba dabba.
bin hier wegen dem Bewerbungsgespräch. Machalke mein Name. Ich soll mich beim Personalchef melden. Die Bewerbung. Moment bitte. Ja, ist da. Gehen Sie einfach rein. Einfach so? Gehen Sie ruhig. Der beißt schon nicht. Der beißt ja wohl. Ach, sorry, mein Fehler. Hm? Fünf, vier, drei, zwei, eins. So, jetzt müsste der Satz sein. Sind Sie sicher? Soll ich mit rein? Ich gehe mit rein. Das ist Herr Machalke, Chef. Ja, schon gut. Jetzt beißt er wirklich nicht mehr. Nicht wahr, Chef? Aus! Aus! Vielleicht soll ich doch später wiederkommen. Jetzt oder nie. Wer weiß, vielleicht kommen gleich noch andere Bewerber. Hier, das sind meine Unterlagen. Steht alles drin über mich. Was Sie wissen wollen. Das war ganz, ganz böse. Ich habe hier noch ein Leckerli, aber nur wenn der Herr Machalke den nötigen Respekt bekommt. Klar? So, dann kann ich Sie beiden ja jetzt alleine lassen. Nee, mir wär's lieber. Keine Sorge, jetzt tut er wirklich nichts mehr. Die Dinger sind voller Beruhigungsmittel. Hallo? Jetzt ist er eingeschlafen. Ach, Moment. Manchmal simuliert er auch nur. Tja, da habe ich wohl mit der Dosierung wenig übertrieben. Was machen wir jetzt? Ja, das war's. Da geht heute nichts mehr. Aber wir haben ja Ihre Unterlagen. Rufen Sie uns nicht an. Wir melden uns bei Ihnen, ja? Auf Wiedersehen, Herr Machalke. Und ich dachte schon, der geht gar nicht mehr. Ja, jetzt kann's ja losgehen. Gassi gehen, ja. Gassi gehen, Gassi gehen. Ja, jetzt geht's los. Ja, 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 ja. Die deutsche Polizei schläft nie. Das trifft sich gut, die deutschen Verbrecher nämlich auch nicht. Und genau diesem glücklichen Umstand haben wir es zu verdanken, dass unsere Polizisten nicht vor Langeweile auf die schiefe Bahn geraten. So. Ach. Schöne Nacht, oder? Und so ruhig. An alle Einheiten, Raubüberfall mit Geiselnahme im Wettbüro Lindenbergstraße 14. Alle Wagen in der Nähe, sofort zum Tatort. Die Ärmsten. Sag mal, ist das hier nicht die Lindenbergstraße? Ach, guck an. Aber mit dem Wettbüro da vorne sieht es ganz ruhig aus, oder? Ja. Also, kein Stress. Ich wiederhole, Raubüberfall mit Geiselnahme im Wettbüro Lindenberg. War es Lindenbergstraße oder Lindenbergweg? Vielleicht Allee? Naja, die Kollegen werden es schon finden. Wagen 12 bitte melden. Unser System zeigt, dass ihr in der Nähe seid. Ihr könnt euch dem Tatort gleich nähern. Alle Wagen sind auf dem Weg. Wer war noch mal Wagen 12? Ich glaube. Wir? Wollen wir mal für Recht und Ordnung sorgen, ne? Ja, dafür sind wir ja schließlich da. Sollen wir wirklich schon da rein? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass der Funkspruch das so gesagt hat. Wir sollen gleich rein. Ja, nicht sofort, später, wenn alle da sind. Und wie war das? Alle Wagen sind auf dem Weg. Wenn wirklich alle Wagen auf dem Weg sind, dann können wir noch gar nicht da sein. Und wenn wir noch gar nicht da sind, dann können wir wohl auch schlecht da reingehen. Wir müssen also erst noch mal ankommen, damit wir... Später, wenn alle da sind... Wenn alle da sind, gleich... Und nicht sofort... ...da reingehen können. Ja, also, dann lass uns jetzt mal losfahren, damit wir bald auch hier eintreffen. Also komm, los, 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 move it, move it, move it! Mann! Die Qualität des deutschen Gesundheitssystems hat sich in den letzten Wochen enorm verbessert. Vorbei sind die Zeiten, in denen Aderlass und Krötenkuren nicht von den Krankenkassen übernommen wurden. Heute macht Kranksein endlich wieder Spaß. Willkommen in der schönen neuen Welt der Erlebnischirurgie. Nicht so schnell! Ach, Herr Lorsch, sag mal, spinnst du? Ey, wir haben für die scheiß 10 Meter hier voll lang gebraucht. Ich hatte eine schwere Operation. Ja, blöd, ne? Da wäre eine Urne echt billiger und bequemer gewesen. Zumindest nicht so hektisch. Sie gehen ja wieder so schnell.
hallo, hier spricht die tabulose Jessie und ich bin auch schon ganz... Verdammt, Bea, du bist da? Hä? Was? Nee, ey, ich weiß auch nicht, der Typ hier ist voll lahmarschig. Was? Klar würde ich auch lieber mit den Pflegern Party machen, ey, aber was soll ich machen, verstehst du? Wie, wo ich bin? Ey, ich bin hier. Ach so, warte mal, ich bin genau vor Zimmer 12. Los, zieh dich schon mal aus, ich bin gleich da, ja? Mann, Jessie, nimm mal anschaffen, Kammer in Ruhe. Immer ist was mit dir. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Eben. Meinst du, schnell mal den jetzt wieder flott kriegen? Ah, eine Wodka Red Bull wäre jetzt besser, ne? Hey, hören Sie auf! Ach, Herr Lörsch, die Bea will doch nur helfen. Das ist echt nur super hingekriegt. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Eben. Los, komm, wiederbeleben. Jessie? Was? Ja. Bist du sicher? Hab ich immer Baywatch geguckt oder du? Ne, Bea, bei Baywatch, da waren die vorher immer im Wasser gewesen. Oh, Scheiße. Na gut, komm aber an den Strand mit dem. Weswegen, was macht ihr denn da? Ja, wie sieht das denn aus? Wir retten hier dem sein Leben. Nichts ist uns Deutschen wichtiger als unsere Privatsphäre. Deswegen achten wir penibel darauf, immer saubere Unterwäsche anzuhaben. Man weiß doch nie, wann man mal einen schlimmen Unfall hat. Und es wäre doch unangenehm, wenn der Notarzt sehen muss, dass man... Ich meine, das wäre doch peinlich. Hallo, hallo. Ist krank, was? Ja, wahrscheinlich aber nur der Kreislauf. Aha. Obst. Was? Ich esse sehr viel Obst. Ja, das ist gut. Ach ja? Ja, Obst stärkt ja den Kreislauf. Aha. Und Karotten? Ja, auch. Sellerie. Mögen Sie eigentlich Sellerie? Entschuldigen Sie, aber ich würde mich jetzt schrecklich gerne um diesen Mann hier kümmern. Ah ja. Also meine Schwester schon. Was? Ja, die aß immer sehr gerne Sellerie. Aha, ist die verstorben? Was? Ob Ihre Schwester verstorben ist? Wieso soll meine Schwester verstorben sein? Ja, aß, weil Sie sagten, aß immer so gerne Sellerie. Ha, ach so, nee, früher aß die immer sehr gerne Sellerie, aber jetzt nicht mehr. Also ich schon. Was? Na, Sellerie, ich esse sehr gerne Sellerie. So, Jungs, ab in die Waldklinik. Moment. Was? Wollen Sie vielleicht meine Frau werden? Was? Nein, außerdem habe ich keine Zeit. Schade. Lauch. Bitte? Lauch esse ich auch sehr gerne. Guten Abend allerseits. Ich hoffe, wir kriegen heute eine ordentliche Vereinssitzung im Sinne eines ordentlich geführten Vereines hin. Und wir werden heute zum ersten Mal nach den deutschen allgemeingültigen Regularien eine Vereinssitzung abhalten. Anneliese, was steht denn auf der Tagesordnung? Themenvorschläge für Tagesordnungspunkte. Wer kümmert sich um das Aufräumen des Vereinslokales? Naja, das machst doch wohl du, oder? Darüber haben wir nie abgestimmt. Ja, darum muss es ja auch auf die Tagesordnung kommen. Deshalb steht es ja auch hier. Ja, und ob es auf die Tagesordnung kommt, darüber muss auch abgestimmt werden. Dann wäre aber die Abstimmung darüber auch ein neuer Tagesordnungspunkt, oder? Wenn über einen Tagesordnungspunkt abgestimmt wird und es sich dabei auch um einen Tagesordnungspunkt handelt. Sind wir denn jetzt schon bei den Tagesordnungspunkten? Also eigentlich sammeln wir noch die Themen, über die wir abstimmen, was aber wiederum ein eigener Tagesordnungspunkt ist. Anneliese, und deshalb frage ich ja. Mach einfach weiter. Ja, aufräumen hatten wir schon. Was ist denn der nächste Top? Der nächste was? Top. Abkürzung für Tagesordnungspunkte. Da sparen wir ein bisschen Zeit mit. Leute, ich will ja nicht drängeln, aber dauert das noch lange? Ich muss heute auf die Kleine aufpassen. Ich möchte jetzt eine ordentliche Vereinssitzung. So wie es alle machen. Mit einer Tagesordnung. Und schönen Tagesordnungspunkten. Richtig schönen Tagesordnungspunkten. Über die wir ordentlich abstimmen müssen. Was wiederum ein eigener Top wäre. Sag noch einmal Top und ich reiß dir den Kopf ab. Ich setze die Abwahl des Vorsitzenden auf die Tagesordnung. Abwahl des Vorsitzenden? Sehr gut. So, wie verfahren wir denn jetzt weiter? Eigentlich haben wir ja keine Tagesordnung, weil wir keine von allen abgenommenen Tops haben. Das ist genau.
der räumt das jetzt alles wieder auf? Na toll. Deutschland ist ein Land, in dem es sich noch lohnt, seinen Wagen zu waschen. Ich aber freue mich nun auf meinen wohlverdienten Feierabend und werde noch ein bisschen meinem Lieblingshobby frönen. Gemütlich aus dem Fenster gucken und ab und zu einen Radfahrer vom Gehweg schießen. Weidmannsheim. Bis bald. Und nächste Woche gibt's einmal mehr Mehr Deutschland. 3, 4, 5. Mein Gott, Herr Forstrat, Sie klingen ja wirklich wie die NPD. Deutscher Wald für deutsche Tiere. Berglöwen raus. Wir haben Berglöwen hier. Okay, meine Herren, ich muss in wenigen Minuten vor die Presse und ich weiß noch nicht, was ich denen sagen soll. Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Krawatte? Wieso nicht du?